Guten Tag und herzlich willkommen bei der neuen Folge Escape from Tarkov. Und zwar mit dem letzten Update kam eine neue Questreihe. Ja, Questreihe kann man nicht sagen, aber zwei Quests für Creeper hinein. Und die erste Quest lautet halt, da können wir euch ja mal gucken. Ich habe es halt noch nicht gemacht, aber ich will euch zeigen, wo es ist. Ich bin jetzt hier offline drin. Finde den Untergrund Bunker. Ja, das ist alles noch auf Englisch, es ist halt noch nicht auf Deutsch, weil es erst hinzugefügt wurde. Und dann müssen wir den Locate Control Room in der Underground Bunker. Das heißt, wir müssen den Kontrollraum finden. Und zwar möchte ich euch bloß zeigen, wo er ist. Jeder kennt den Weg in den Untergrund. Er geht immer hier durch das Gebäude oder halt von oben durch das mittlere Gebäude die Treppen nach unten. Ich zeige euch jetzt den Weg von der Seite. Und zwar geht man jetzt hier rein und es gibt einen neuen Extract. Der X-401D2 Extract. Ich weiß nicht, ob man den aktivieren muss oder damit das aufgeht, ob man da was machen muss, Strom aktivieren muss. Das weiß ich jetzt nicht. Ich zeige euch bloß, wo es ist. Jetzt packen wir runter. Hier geht es in den Untergrund. Und hier geht es rechts. Wir müssen links. Hier geht es links runter zum Untergrund. Ja, ich weiß, ein bisschen dunkel. Ich habe keine Taschenlampe. Aber hier rechts geht es zum Bunker. Die Tür war vorher immer zu. Das ist der neue Bereich im Untergrund. Gehen wir mal rein und gucken mal gemeinsam durch. Ich war auch noch nicht drin, also bis hier, um zu gucken genau, wo er ist. Wir laufen jetzt einfach mal nach rechts und gucken uns das ein bisschen an. Ich weiß nicht, was es hier an Loot gibt. Ich denke mal genug. Mal gucken, hier ist schon mal eine Waffenkiste drin. Hier ist so eine Werkzeugkiste. Hier ist noch eine kleine Waffenkiste. Dann gehen wir hier mal nach rechts. Geht's wieder hoch. Ich weiß nicht, wo es uns das hinführt. Wir gehen Treppen hoch. Da können wir mal gucken, wo wir rauskommen. Okay, man kommt dann auch von der anderen Seite rein. Hier gibt es auch einen Eingang. Da geht halt dann die Treppen runter. Also kann man hier von zwei, drei Seiten wahrscheinlich rein. Hier gehen wir hoch. Man kommt hier von vier Seiten rein. Hat mehrere Eingänge, ist schon mal gut, nicht nur ein Eingang. Hier kommen wir nicht rein. Geht noch eine Treppe hoch. Also gibt es auf jeden Fall viele Eingänge, um rein und raus zu kommen. Hier oben kommen wir auch wieder raus. Hier sind so Computerschränke, Werkzeugkisten, Serverschränke, wo man auch immer mal Loot findet. Die Tür geht auf. Und hier ist der Raum, den wir finden müssen, und das ist der Kontrollraum. Hier kommt der Hochlauf, indem man das zerschießt. Große Waffenkiste. Computer, gibt es einen Computer? Nö. Ja, nicht. Ja, auch nicht. Rein. Hier gibt es auf jeden Fall jede Menge Aktenschränke. Ich hätte die Taschenlampe mitnehmen sollen. Bisschen Booster hier unten. So, jetzt sind wir im vorderen Bereich. Machen wir mal hier weg. Hier ist noch ein. Hallo, hier steht eine Waffenkiste drin. Hier läuft man langsam. So, und das ist auch ein Weg raus. Gucken wir mal, wo wir da rauskommen. Kommen wir in den Untergrundbereich von dem Medizinhaus. Kommen wir auch unten rein. Also gibt es viele Wege, um hier reinzukommen. Schon mal gut. Hier kommt man auch wieder oben raus. Hier läuft man aber sehr langsam, weil hier Wasser hoch ist.
Hier ist Überschwemmung, aber hier ist noch eine Waffenkiste. Und da geht es bestimmt auch irgendwo raus. Dann noch sein Bürobereich mit Waffenkisten. Also hier ist auf jeden Fall die Loot. Sehr, sehr viel Loot sogar. Toilette, noch ein Bürobereich. Das ist der mit dem Kontrollraum. Jetzt sind wir wieder hier vorne. Gehen wir mal zurück. Hier an diesen, wer das hier unten kennt, wenn wir ein Stück hochgehen, das ist das Haus mit der Gittertür hier, da kommt man jetzt hier runter, auch sehr nice. Also es gibt auf jeden Fall viele, viele Zugänge, um hier reinzukommen. So, und jetzt zeige ich euch noch den Extract und das soll es dann auch schon gewesen sein von dem kleinen kurzen Informationsvideo zu der neuen Anlage hier. So, und dazu gehen wir hier runter. Untergrund wie gewohnt, hier unten gibt es eigentlich nichts Neues. Kennt eigentlich jeder. Ich weiß halt nicht, ob man hier jetzt reinkommt. Na, natürlich übelst nice. Ich habe mir gerade Beine gebrochen, ich vergesse es nur mal. Und zwar der neue Extract befindet sich hier in dem unteren Raum, wo immer mal Militärkabel sparen können. Die zwei Jacken sind. Und zwar hier ist der neue Extract. Geht es die Tür auf, man kann hier durchlaufen, macht die nächste Tür auf. Und dann wäre hier der Extract. Aber ich denke mal, dazu müsste Strom passieren, damit die Tür hier aufgeht. Wenn man hier hochgeht, passiert nichts, die Tür ist zu. Hier braucht man bestimmt Strom, um hier rauszukommen. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ob das funktioniert. Aber das war es im Großen und Ganzen. Ja, gibt es ja nichts zu sehen. Die Neues gibt es nicht. Der neue Bereich ist halt der kleine Abschnitt-Bunker-Bereich. Überall die Zentrale unten drin ist und alles. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Trotzdem lasst ein Abo da, Daumen hoch, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Haut rein, euer Senner.